ein dreisekündiges Sample. Und 8 verschiedene Musikstücke, die ausschließlich daraus in unsere Community entstanden sind. Und wie es dazu gekommen ist und was dabei entstanden ist, schauen wir uns im heutigen Video an. Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. Wir beginnen unsere Geschichte vor einem halben Jahr, als mein Bart und der Sommer noch lang waren und wir uns in den Vorbereitungen für The Way We Lost Tracks befanden. Unser Plan heute ist eine kleine Sample-Flip-Challenge. Und wir wollten im Vorfeld gerne einen Testlauf machen, damit später im Wald auch unsere ganze Technik, die Kameras, die Mikrofone, das Musiksetup einwandfrei funktionieren. Und der einzige Tag, der sich in unseren 3 Kalendern dafür fand, war tatsächlich Timbos Geburtstag. Timbo hat heute Geburtstag tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Also haben wir einen kleinen Tusch für Timbo gespielt und das gleich zum Anlass für eine Challenge genutzt. Im Anschluss daran hatte jeder von uns genau eine Stunde Zeit, um vor Ort im Park aus diesem kurzen Sample, aus diesen 3 Sekunden, ein Musikstück zu produzieren. Meine Herren, die Uhr läuft ab jetzt. Viel Erfolg! Danke! Und dabei sollte alles genau aus diesem Sample entstehen. Keine bestehenden Sounds aus virtuellen Instrumenten, keine anderen Samples oder zusätzlichen Aufnahmen, alles aus diesen 3 Sekunden. Und das war gelinde gesagt in der Stunde schon eine ganz schöne Herausforderung, aber wir haben festgestellt, die Technik funktioniert und konnten aufbrechen nach Griechenland. Und bei dem ganzen Trubel rund um The Way We Lost Tracks habe ich tatsächlich nicht geschafft, dieses Video bisher zu schneiden und zu posten. Allerdings gab es Anfang Januar eine neue Gelegenheit, noch was mit diesem Sample zu veranstalten, und zwar auf unserem Discord-Community-Server. Denn hier auf unserem Discord-Server gibt es aktuell einmal monatlich eine Challenge für euch, bei der ihr in ein besonderes Musikproduktionsthema eintauchen könnt und euer Ergebnis mit uns allen teilen könnt. Und im Januar gab es exakt die gleiche Aufgabe, die Timbo, Matti und ich im Park absolviert haben, für unsere Community zu lösen, nur ohne den Zeitdruck. Und ich selbst habe bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht reingehört, was hierbei entstanden ist und bin riesig gespannt, das heute mit euch gemeinsam zu tun. Let's go! Okay, der erste Beitrag hier ist von Rob aus unserem Moderatorenteam hier von Discord. Hören wir gleich mal rein. Oh, da ist der Hall abgeschnitten. Schade. Aber wir haben das Ganze auch auf 30 Sekunden beschränkt hierbei. Unfassbar, wie diese Pauken-Sounds hierbei entstanden sind. Ist mir komplett unklar. Alles daraus entstanden. Das ist komplett irre. Einiges perkussives Material ist hierbei vorhanden und das lässt sich bestimmt in jede Richtung pitchen und verändern oder größer gestalten. Und es ist mega, was hier an Percussion-Material entstanden ist. Ja, diesen Piano- oder Klavi-Sound hier kann ich mir allerdings gut vorstellen, dass der zum Beispiel entsteht, wenn man Wavetable-Synthese nutzt. Also im Prinzip eine Wellenform irgendwo aus dem Sample sich rausgrabt und mit der das Ganze baut. An der Stelle ist sehr viel Hall darauf und das lässt die Harmonien so ein bisschen ineinander verschwimmen. Klingt ein bisschen undefiniert dadurch für meinen Geschmack. Aber auch das Pad hier vorne, meine Güte, cool. Sowas lässt sich per Granularsynthese zum Beispiel wunderbar machen. In Cubase zum Beispiel mit PadShop 2. Spannendes Sounddesign an der Stelle auf jeden Fall. Danke für den tollen Beitrag. Der nächste Beitrag von Colonialist, ebenfalls Moderator und hat offenbar Battery-Probleme gehabt und hatte Granularsynthese nicht benutzt. Okay, das wird sehr interessant. Wow! Grundlegend finde ich es total beeindruckend, wie so eine trockene, präzise Produktion aus so einem verrauschten Sample irgendwo outdoor entstehen kann. Gerade diese trockenen Percussion-Sounds, die hier als Snare zum Beispiel eingesetzt wurden, finde ich mega genial, wie das aus der Djembe entstanden ist. Viele der Synth-Sounds und auch der Bass zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass das Sample dabei einfach unglaublich viel langsamer wiedergegeben wurde und einfach auch stark gepitcht in alle Richtungen. Dabei können schnell solche digitalen Sounds entstehen, wie wir hier an vielen verschiedenen Stellen hören. Und die sind super mit räumlichen Effekten wie Hall und Delay in Szene gesetzt. Sehr, sehr schöner Beitrag.
Springen wir an dieser Stelle nochmal ein halbes Jahr zurück und hören uns an, was Matti verzapft hat, während er da seine Stunde im Park verbracht hat. Da höre ich ganz, ganz viel Patch-Up hier drin. Da ist ganz viel mit Granularsynthese passiert. Und Matti hat hier verschiedene Sounds aus dem Samples einfach direkt als Drums extrahiert. Ich glaube, nach der Challenge hat er mir erzählt, dass er sehr gerne hier noch ein bisschen gemischt hätte und den Drum-Sounds zum Beispiel noch ein bisschen mehr Räumlichkeit gegeben hätte. Ich glaube, unter Zeitdruck kann man mit so Granularsynthese am schnellsten die effektvollsten Resultate aus so einem Sample erzeugen. Und deswegen hat Matti wahrscheinlich auch ganz viel damit gearbeitet. Sehr cool. Folgenden Beitrag finden wir von Root Rhythm Decay. Die Vertuschung klingt skandalös. Hören wir mal rein. Wie cool! Ich feiere hier drin diese kleinen dreckigen Elemente, das Noise-lastige. Ganz zu Beginn hören wir davon viel. Hier, das Element da an der Stelle. Wahnsinn, wie cool gemacht. Und er hat es geschafft, aus diesem relativ dünnen Sample einen so vollen Sound hier insgesamt zu erzeugen. Das Arrangement im Frequenzspektrum und auch in der Stereobreite ist einfach voll ausgefüllt. Es klingt einfach sehr dicht und spannend. Es ist auch echt schwierig, aus so einem Sample solche präzisen und dichten Drum-Sounds zu bekommen, die sich in so einem dichten Arrangement auch durchsetzen können. Mega schön geworden. Boah, mich würde zu jedem dieser Beiträge auch echt interessieren, womit ihr genau gearbeitet habt, mit welchen Syntheseformen oder welchen Plugins das hier entstanden ist. Zum Beispiel vorne dieser dreckige Noise-Sound. Das sind so charakterstarke Sounds hier drin. Wahnsinn, interessiert mich sehr. Falls ihr euren eigenen Beitrag hier wiedererkennt, schreibt es doch gerne mal unter das Video in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr uns noch ein paar Infos dazu geben. Ich glaube, das hilft allen ein Stückchen weiter, das zu verstehen, wie sowas hier überhaupt entstehen kann. Mega schöner Beitrag. Auf zum nächsten. TK4000 hat folgende 30 Sekunden für uns. Shoot. Wahnsinn. Flächig und trocken und basslastig. Ich liebe die Kontraste hier drin. Das ist vorher so flächig und wird plötzlich so perkussiv und so trocken. Ah, Wahnsinn. Und auch dieser Sound hier zwischendrin, der ist super charakterstark. Macht Stimmung. Ja, die beiden spannenden harmonischen Instrumente sind ja einmal hier der Bass, der jedes Mal diesen Pitch-Drift macht und so schön stark verzerrt ist. Und dazu dieser Plug-Sound, also der ist sehr, sehr trocken und sehr perkussiv gemacht. Schöne Kombo zusammen, cool. Gerade dann, wenn Sounds so trocken sind und so starke Transienten mitbringen, kann man wunderschön so schnelle Rhythmen damit spielen. Ist hier mega geworden, Wahnsinn. Oh, und als nächstes liegt hier mein Beitrag, den ich da im Park fabriziert habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Schauen wir mal. Okay, das ist ein bunter Mix aus echten, längeren Ausschnitten aus dem Sample und einiges, was ich hier synthetisch gemacht habe. Aus irgendeinem Grund knackt es aber an allen Ecken und Enden. Ich habe also offensichtlich Fade-In und Fade-Out nicht lang genug gesetzt auf den verschiedenen Schnipseln, die ich ausgeschnitten habe.
Mir gefällt aber, dass die Flöte hier so natürlich zu hören ist und mit diesen elektronischen Sounds zusammenkommt. Naja, in der Stunde. Ein bisschen elektronischer dürfte es im nächsten Beitrag werden von Elektrotanz. Hören wir mal, was der dritte Moderator hier in dieser Challenge trotz Krankheit produziert hat. Was für schöne Vibes hier drin, das ist richtig zum Reinlegen. Ich finde die Vielfalt an Drum-Sounds, die wir hier in den verschiedenen Beiträgen hören, unglaublich faszinierend, wie ihr das geschafft habt, solche knackigen Kickdrums zum Beispiel hier raus zu extrahieren. Nur nochmal zum Vergleich, das alles kommt wirklich nur aus diesen Sounds hier. Irre. Viel der Stimmung in diesem Beitrag entsteht, glaube ich, auch durch die Harmonien, die Elektrotanz gewählt hat. Und stark im Kontrast zu diesen flächigen Harmonien steht halt die Bassline, die in einem sehr rhythmischen und bewegten Tempo hier eine echt schöne Stimmung dazu gibt. Mega, und das zusammen mit diesen Percussion-Sounds und dem Delay darauf, das gibt schön Tiefe. Ah, toller Beitrag. Und anschließend haben wir noch diesen Beitrag hier von Hannes Solo. Cool. Meine Güte, was sind denn das für schöne Übergänge? Das sind so interessante Reverse-Sounds, da passiert so viel drin und die klingen an jeder Stelle auch anders. Mega spannend. Und Hannes scheint ein großer Fan von Distortion-Effekten zu sein. Hier finden sich ganz viele verschiedene Distortion-Typen drin. Zum Beispiel die Snare-Drum hier hinten ist schön mit einem Bitcrusher gestaltet, macht einen sehr, sehr interessanten Sound. Auch dieser Lead-Sound hier hat so schöne Zerre, setzt sich schön durch und der Einstieg mit diesem Drifter, das ist mega. Eine gängige Technik beim Sounddesign, die hier eventuell zum Einsatz gekommen ist, ist es, aus den Sounds im Sample viel im Frequenzspektrum wegzunehmen und das sehr weit einzuschränken, sodass man nur noch ein Stückchen hat, das sehr tonal klingt und das dann anschließend stark zu verzerren. Das gibt dem Ganzen wieder Obertöne und der Sound wird insgesamt fetter. Und genau für solche Anwendungsfälle sind Multiband-Distortion-Effekte wie der Quadrafuzz oder auch Fabfilter Saturn wunderbar geeignet, um das sehr schön gestalten zu können, wie das im Frequenzspektrum klingt. Aber diese Reverse-Sounds hier drin, es würde mich wirklich interessieren, wie viele Layer das übereinander sind, klingt ultra spannend. Also Wahnsinnsbeiträge alle miteinander und es ist mega cool, dass ihr euch diese Zeit genommen habt dafür und das mit uns teilt und wir das gemeinsam hier genießen können. Und man hört auch wirklich, wie viel Arbeit und Fleiß hier drin steckt, weil das Sounddesign all diese verschiedenen Instrumente aus einem Sample, das ist tatsächlich nichts, was mal eben in ein paar Minuten geht. Meine Güte. Uns fehlt noch ein letzter Beitrag, nämlich der von Tim Barber, der ebenfalls im Park vor einem halben Jahr entstanden ist. Na klar, Timbo ist natürlich der absolute Sample-Jongleur und Live-Performer unter uns dreien und hat hier einen zweiminütigen Track innerhalb der Stunde produziert. Jetzt, da ich aus The Way We Lost Tracks viele seiner Arbeitsweisen und Lieblingseffekte kenne, erkenne ich einiges hier drin wieder, was wir auch in der Serie sehen. Vollkommen unklar, wie routiniert der Typ darin ist, so viele verschiedene Sounds innerhalb einer Stunde erstellen zu können. In der Performance hat er hier auch viel mit Kontrasten gearbeitet, zwischen groß und klein, zwischen nass, also mit viel Hall und sehr trockenen Sounds. Das bewegt sich sehr viel und ist jede Menge Automation und Live-Performance drin. Was für ein schönes Schmankerl hier zum Schluss. Ja, vielen Dank für all eure tollen Beiträge hierbei und an der Stelle kann ich euch tatsächlich schon die nächste Challenge ankündigen, die inzwischen schon losgelaufen ist.
Unsere neue Community-Challenge auf Discord ist eine Scoring-Challenge. Es geht um Filmvertonung eines Stummfilms, eines Meisterwerks von Fritz Lang aus dem Jahre 1924. Ihr bekommt auf Discord dafür einen 30-sekündigen Videoclip, den uns Colonialist zusammengeschnitten hat. Und genau den dürft ihr vertonen, frei, in jedem Tempo, jedem Genre und jeder Tonart. Bis zum 15. März habt ihr dafür Zeit und ich bin wieder super gespannt, was hierbei entsteht und werde die schönsten Beiträge wieder hier auf YouTube teilen mit euch. Also euch ganz viel Spaß beim Produzieren für diese Scoring-Challenge und ich möchte an der Stelle noch vermelden, dass es inzwischen die Gewinner gibt von unserer Verlosung von The Way We Lost Tracks. Herzlichen Glückwunsch an Johannes B., Sebastian M. und Hermann D. für den Gewinn eines UR22C Interfaces von Steinberg. Und das dynamische Mikrofon Shure SM58 haben Christian B., Benjamin H. und Dirk O. gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch euch allen von uns und von Steinberg und Shure, die diese wunderschönen Preise gesponsert haben. Die sind verschickt und dürften diese Woche schon angekommen sein. Ja, ganz viel Spaß beim Produzieren damit. Euch allen eine wunderschöne kreative Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut.